Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Wir sind in Teil 3 unserer Serie zu psychischen Erkrankungen im Arbeitsrecht und wie versprochen werde ich heute über die Situation berichten, dass man als Arbeitnehmer mit einer attestierten psychischen Erkrankung arbeitsunfähig geschrieben ist, schon über einen längeren Zeitraum und nun überlegt, was kann mir passieren, mache ich eine Folgeerkrankung, also mache ich eine fortlaufende AU, dann hole ich mir eine neue Bescheinigung oder gehe ich wieder arbeiten, versuche ich es mal, was kann ich eigentlich machen, was droht mir, wenn ich weiter krank bin und was droht mir, wenn ich häufiger krank bin, zum Beispiel bei Migräne, regelmäßig krank, ich gucke mal, stelle fest, die letzten 3 Jahre immer wieder sehr viele Wochen krank gewesen, was droht mir, was kann ich machen, was sollte ich nicht machen, das besprechen wir alles im heutigen Video. Psychische Erkrankungen im Arbeitsleben nehmen stark zu. Also der Anteil der psychischen Erkrankungen am Gesamtbild der Erkrankung nimmt stark zu. Hängt vielleicht mit einer Überforderungssituation zusammen. Ich habe damit auch ein bisschen das ganze Internet in Verdacht. Und nicht immer nur das Internet, soweit wir es beruflich wirklich nutzen müssen, sondern auch soweit wir es privat freiwillig nutzen. Ich bin da selbst, kann mich da selbst nicht ausnehmen, ist ein Stressfaktor. YouTube macht mir Spaß, Facebook zum Beispiel macht mir oft keinen Spaß, stresst mich enorm. Ich mache es trotzdem, weil ich da ein bisschen so interessanten Austausch habe, aber ist ein bisschen zwiespält ja von mir gesehen. Ja. Gut, aber sagen wir mal, psychisch erkrankt, hoffe ich, bin ich noch nicht, zumindest nach Eigendiagnose. Aber wie ist das, wenn man jetzt, also warum auch immer, psychisch erkrankt ist, immer wieder, zum Beispiel bei einer Migräne oder wegen einer Depression, länger krankgeschrieben ist? Zunächst einmal hatte ich in Teil 2 der Serie ja gesagt, ist es aus meiner Sicht sehr, sehr vorsichtig zu handhaben, ob ich mit der Diagnose zum Arbeitgeber, zum Vorgesetzten gehe, ob ich das öffentlich mache. Ich sage im Zweifel eher nicht, wenn dann Burnout, wenn Sie diese Thematik interessiert, Teil 2 bitte nochmal angucken. Fragerecht des Arbeitgebers hatte ich auch gesagt, es gibt, in der Regel gibt es kein berechtigtes Interesse, schon bei der Einstellung nicht, aber erst recht nicht im laufenden Arbeitsverhältnis. Man muss seine Krankheitsursache nicht offenbaren, das heißt, da droht mir auch nicht so viel. Was kann mir denn nun passieren? Naja, eine Abmahnung auch nicht. Ich kann es ja nicht steuern, ich bin ja krank. Was mir passieren kann, ist, dass der Arbeitgeber anfängt, mich zu schikanieren. Er schickt mich zum medizinischen Dienst der Krankenkassen zum Beispiel. Das wäre so eine Möglichkeit. Da sage ich immer hingehen. Falls die einen gesund schreiben, geht man zum Facharzt, lässt sich erneut untersuchen und der Facharzt weiß dann schon, wie er die Sache einzuschätzen hat. In der Regel sind die Ärzte des medizinischen Dienstes der Krankenkasse doch sehr, sag ich mal, sehr starke Büroärzte mit fehlenden praktischen Erfahrungen, zumindest wiederum meine praktische Erfahrung, dass es so ist, sodass die Fachärzte sich da eigentlich nichts drum scheren, was die da so sagen. Ja, das wird nur, die werden nur Fälle offensichtlicher Vortäuschung von Arbeitsunfähigkeit und bei bestimmten Problemärzten, da wird man dann nur als Arbeitgeber weiterkommen. Ja, das heißt, in diesem Fall, medizinischer Dienst der Krankenkasse, Sie werden da hinbestellt, gehen Sie halt hin. Das ist kein Problem. Wenn Sie da irgendwie gesund geschrieben werden sollten, dann gehen Sie halt wieder zum Facharzt und lassen sich wieder arbeitsunfähig schreiben. Das ist nicht so das Problem. Dann ist die nächste Frage, die Sie sich vielleicht stellen, wann droht mir eigentlich eine Kündigung? In Betracht kommt ja auf Seiten des Arbeitgebers eine personenbedingte Kündigung. Ja, krankheitsbedingte Kündigung ist Unterfall der personenbedingten Kündigung. Die Kündigungsgründe liegen in der Person des Arbeitnehmers. Der ist halt arbeitsunfähig, häufig. Ganz grob gesagt, entweder wenn Sie sehr, sehr häufig kurzfristige Krankheitsperioden haben, müssen Sie mit einer Kündigung wegen dieser häufigen Kurzzeiterkrankung rechnen. Oder wenn Sie in den letzten 3 Jahren immer mehr als 6 Wochen arbeitsunfähig waren. Allerdings ist das nur die Theorie. Das ist also die Theorie, in die es dem Arbeitgeber erlaubt, in solchen Fällen an eine Kündigung zu denken. Deswegen müssen die Kündigung nicht unbedingt befürchten. Ja? Denn wenn, und das ist ja in den psychischen
bei den psychischen Erkrankungen sehr häufig der Fall, deswegen hatte ich das am Anfang nochmal im Eingang so erwähnt, wenn die Erkrankung sehr stark betrieblich bedingt ist, durch zum Beispiel Überbeanspruchungen am Arbeitsplatz, durch Überlastung, durch eine Vielzahl von Überstunden, durch unmögliche Arbeitsbedingungen, zum Beispiel in der Schule, das kann man ja nachweisen und das kann man sich ja auch ärztlich attestieren lassen. Dann, soweit das betrieblich mitverursacht ist, kann der Arbeitgeber diese Krankheitszeiten nicht oder nur sehr begrenzt mit ins Feld führen. Wenn ich zum Beispiel jedes Jahr mehr als 6 Wochen krank war, ja, wenn ich sagen wir mal, ich war jedes Jahr 2 Monate krank, war aber bis auf eine Woche immer aufgrund einer psychischen Erkrankung krank, die unmittelbar wegen Mobbings zum Beispiel am Arbeitsplatz oder wegen unmöglicher Bedingungen zu viel Stress am Arbeitsplatz verursacht war, dann wird der Arbeitgeber auf keine Kündigung stürzen können, erfolgreich. Er kann zwar kündigen, ich greife die Kündigung natürlich, muss die angreifen mit der Kündigungsschutzklage innerhalb von 3 Wochen, aber dann vor Gericht wird das für den Arbeitgeber dann wahrscheinlich schwer werden. Und wenn ich dann noch dazu immer noch eine Woche vielleicht jedes Jahr wegen einer Erkältung krank war oder so, dann schadet das nichts, ja? Weil man eben diese betrieblich verursachten Erkrankungen rausnimmt. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist der, Sie müssen eine krankheitsbedingte Kündigung dann wirklich erst fürchten, wenn der Arbeitgeber ein BEM, ein betriebliches Einwilligungsmanagement, gemacht hat. Hintergrund ist, das will ich jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber das kommt auch noch hier in einem weiteren Teil, ich weiß noch nicht genau in welchem. Kündigungen, krankheitsbedingte Kündigungen ohne vorheriges BEM sind in der Regel unwirksam. So dass, solange ich kein BEM habe und wenn da eine Kündigung kommt, na, dann habe ich gar kein Problem damit, erfolgversprechend gegen die Kündigung vorzugehen. Meistens wird es dann eine fette Abfindung. Man kann natürlich, wenn das gewünscht ist, auch den Job retten, wobei ich bei psychischen Erkrankungen da immer sehr vorsichtig bin und meine Beratung geht dann doch immer dahin, möglichst viel Abfindung mitzunehmen, weil wir eben sehr häufig eine betriebliche Mitverursachung haben und da ist es für die Menschen wirklich besser, einen Cut zu machen, ja? Sich abfinden zu lassen und sich auf neue Dinge zu konzentrieren. Manchmal wissen die Leute das nicht so, aber in den Gesprächen mit mir kommt das dann oft sehr schnell raus und ich halte dann mit meiner persönlichen Meinung nicht hinterm Berg. Ich bin natürlich Dienstleister, ich mache das, was mein Mandant will. Und das ist dann die nächste Frage, was kann man proaktiv machen? Man hat keine Kündigung bekommen, man ist da ewig lange krank oder man merkt, es geht nicht mehr in dem Job. Dann kann man natürlich eine Eigenkündigung aussprechen, dann geht man ohne Abfindung. Ist das schlau? Nein, das ist nicht schlau. Eher ist es sinnvoll zu überlegen, ob man nicht in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber über eine Aufhebung geht. Das mache ich sehr häufig wenden sich Arbeitnehmer an mich mit so einer Diagnose, länger krank, die sagen, Brederek, ich muss da raus, machen Sie was. Was machen wir? In der Regel schreiben wir den Arbeitgeber an. Wir gucken, ob wir in der Vergangenheit oder aktuell Verstöße gegen den Arbeitsvertrag haben, dann monieren wir diese Verstöße und das ist dann oft die Einleitung, über Beendigungssituationen zu diskutieren. Insbesondere, wenn wir solche Verstöße nicht haben, dann stellt sich immer die Frage, wie kommt man da rein in solche Gespräche? Das ist manchmal schwierig, wenn die Leute schon sehr, sehr lange krank sind und auf gar keinen Fall zurück können, mental. Dann komme ich da schwer rein. Also ich empfehle deswegen dann immer zu sagen, versuchen Sie sich, wenn das gesundheitlich geht, Gesundheit steht immer an erster Stelle, das muss ich hier immer nochmal sagen. Kein Geld der Welt, keine Abfindung der Welt ist es wert, dass man seine Gesundheit ruiniert. Das meine ich nicht als Plattitüde hier. Ja? Aber ich will es jetzt auch nicht zu sehr ausführen, weil ich jetzt kein Arzt bin, sondern Rechtsanwalt. Das heißt, wer zu mir kommt, der muss in der Regel noch halbwegs in der Lage sein zu kämpfen. Sonst komme ich manchmal leider nicht zu dem Ergebnis, was wir haben wollen. Denn Sie müssen sich eins immer überlegen. Warum soll der Arbeitgeber Ihnen eine hohe Abfindung bezahlen, wenn Sie eh nicht mehr arbeiten können, wenn Sie eh nicht mehr wiederkommen? Sie kosten doch dann in der Regel nichts. Ja? Also muss man einen gewissen Druck aufbauen. Und wenn jemand, der lange krank war oder wo der Arbeitgeber weiß, wegen einer psychischen Erkrankung war der weg vom Fenster eine Weile, wenn der androht, wiederzukommen, kann das manchmal einen Druck aufbauen. Und wenn er wirklich wiederkommt, kann das auch einen Druck aufbauen. Ja? Das muss man dann im Einzelnen besprechen, aber auch für diese Situation gibt es Lösungen. Wir haben ja diese unverbindliche, kostenlose Erstberatungshotline für Kündigungssachen. Nun ist das nicht direkt eine Kündigung, weil man will ja selber raus, aber die werden bei mir so behandelt. Das heißt, Sie können da anrufen, Sie können mir Ihre Situation schildern und ich sage Ihnen dann, was ich machen kann, mit welchen Erfolgsaussichten und natürlich auch mit welchen Kosten. Ja,
Soweit, das war Teil 3 unserer Serie psychische Erkrankungen im Arbeitsrecht zum Thema lang andauernde Arbeitsunfähigkeit. Ich setze die Serie fort. Ich weiß allerdings noch nicht, welchen Punkt wir als nächstes nehmen. Lassen Sie sich überraschen, abonnieren Sie gerne den Kanal. Ich freue mich auch über gute Bewertungen und ich freue mich auch immer über Nachfragen, auch gern kritische Nachfragen. Wenn man als Nicht-Betroffener über psychische Erkrankungen redet, erzählt man viel aus der Perspektive eines Betroffenen, auch viel Unsinn. Ja? Das ist ja genau das, was ich sage. Wir haben keine gesellschaftliche Anerkennung psychischer Erkrankungen und wir haben auch sehr, sehr wenig Kenntnis. Vielen Dank. Ciao.